Mach die Tür auf! Ich verspreche auch, dass ich niemanden mehr mit einer Waffe bedrohe. Es muss ein Zahlenschloss sein, aber es sind keine Zahlen darauf. Ich bin's, Mädchen! So müsste es aufgehen. Also wir probieren es jetzt einfach noch. Lass mich raus! Da bohren. Wenn ich am Griff alles zerkrümele, dann komme ich nie da rein. Ich möchte das Rad nicht kaputt machen. Ich bin das hier. Rad ist mein Freund. Ja, da geht was. Ich bin's, Mädchen! Ich werd langsam sauer! Hab wohl eine Leitung getroffen. Aber dafür habe ich das Innenleben freigelegt. Ah. Ah. Ah, ja. Das sitzt ziemlich fest. Vielleicht war die Kombination falsch. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Denke ich, bin ich auf dem richtigen Weg. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Also wenn er das sagt, dann passt's nicht. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Vielleicht war die Kombination falsch. Ah,
Also es gut. muss ein Zahlenschloss sein, aber es sind keine Zahlen darauf. Es muss ja so sein, dass es irgendwie... Genau, so. Das muss ja schlussendlich alle sein. Okay. Platz! Na also. Geht doch. Also gut, Metsche. Du kannst jetzt rauskommen. Metsche? Das war eine schwere Geburt. Nee, oder? Na super, jetzt ist er weg. Ah! Eine Art Metallkontakt. Hm. Nein, Elektrizität kitzelt mir immer so im Mark. Mark, klar, ein Knochenmark und sonst. Das habe ich bereits von der anderen Seite gemacht. Ja, ja, sehr gut. Okay, was haben wir da? Sieht aus wie die Koralleneinteberichte der letzten 100 Jahre. So etwas hätte ich in einem versteckten Safe nicht erwartet. Sie sind alle abgeschlossen. Sie sind alle abgeschlossen. Ja, dann zerkrümel sie. Ha, alles Zerkrümler, was? Am Arsch. Alles Zerkrümler, was? Am Arsch. Alles Zerkrümler, was? Am Arsch. Ja, das scheint ja nichts zu krümeln, ne? Sie sind alle abgeschlossen. Dies müssen unglaublich wichtige Koralleneinteberichte sein. Mann, waren die Leute früher groß. Das ist dann wohl der große Bruder vom Steinhammer. Nimm ihn. Okay. Essa cosa ist schwer. Na, nimm ihn. Noch ein Stück. Metsche, bist du da drin? Es ist Zeit, rauszukommen, Liebes. Keine Zeit zum Versteckspielen. Ich glaube kaum, dass er Lust auf eine Runde Huckepack hätte. Ich glaube kaum, dass du ihn Huckepack tragen könntest. Aber vielleicht kann man ihn zerkrümeln. Ich fürchte, dann kracht das hässliche Teil auf mich herunter. Also gut, irgendwas muss ich mit dieser Axt machen. Hmm.
Ich glaube kaum, dass er Lust auf eine Runde Huckepack hätte. Metsche, bist du da drin? Es ist Zeit, rauszukommen, Liebes. Mann, waren die Leute früher groß. Sieht aus wie die Korallen. Sie sind alle abgeschlossen. Dies müssen unglaublich wichtige Koralleneinteberichte sein. Alles Zerkrümler, was? Am Arsch. Hiermit komme ich da nicht rein. Willst dich wohl mit dem alten Manny anlegen, was? Meine Sense. Ich trage sie gerne nah an dem Fleck, wo früher mein Herz war. Okay, vielleicht komme ich in diesem Riesen-Oschi da rein. Ich muss mit dem ja was machen. Was muss mit dem mal passieren? Also ich weiß es nicht. Irgendwie muss ich mit dem Ding was machen, aber ich weiß nicht was. Ich glaube kaum, dass er Lust auf eine Runde Huckepack hätte. Metsche, bist du da drin? Es ist Zeit rauszukommen, Liebes. Kein Mann, waren die Leute früher groß. Sieht aus wie die... Sie sind alle abgeschlossen. Dies müssen unglaublich wichtige Koralleneinteberichte sein. Hier was Neues. Wie geht's meinen kleinen, tapferen Soldaten? Sind Sie hier, um uns zu retten? Ich arbeite dran. Ihr Kinder wartet hier und seid brave kleine Angelitos, okay? Okay. Auch nichts Neues. Nee, also irgendwie muss ich dort mit diesem Riesen-Oschi was anfangen. Ich weiß noch nicht was. Und die Dinger hier sehen ja auch verdächtig aus. Hier auf dem Boden. Junge, der Alleszerkrümler und ich haben es der Tür aber kräftig gegeben. Oh, oh. Oh, Raoul. Es tut mir so leid. Aha. Nein, Elektrizität kitzelt mir immer so im Mark. Okay, aber jetzt geht jetzt vielleicht mit dem was. Mensch ist ja auch rausgekommen, als es zu war. Vielleicht muss ich dem Fuzzi das Ding wiedergeben. Nein. Noch ein bisschen nach hinten. Oh. Nein.
Das habe ich bereits von der anderen Seite gemacht. Alles Zerkrümler, was? Am Arsch! Sieht aus wie die Korallen. Sie sind alle abgeschlossen. Dies müssen unglaublich wichtige Koralleneernteberichte sein. Wahrscheinlich muss ich hier wieder hochkommen. Und dazu war irgendwie dieses Teil, aber wie? Ich verstehe es nicht. Ich glaube kaum, dass er Lust auf eine Runde Huckepack hätte. Mädchen, bist du da drin? Es ist Zeit rauszukommen, Liebes. Keine Zeit zum Versteckspielen. Er guckt dieses Teil an. Jetzt kann ich es nicht mehr hochheben, oder was? Ich glaub's nicht. Nächster Bug. Ach nee, ey. Meine Sense. Ich trage sie gerne nah an dem Fleck, wo früher mein Herz war. Ah. Manny, ich wusste, dass du... Warum ist die Tür geschlossen? Es war die einzige Möglichkeit, der Wind? Oh. Oh, warte mal, hier ist ein neuer Raum, ja? Okay, da gehen wir mal rein. Was gibt's denn hier? Hey, das ist mein Zimmer. Geh und verbrauch die Luft in deinem eigenen Zimmer. Jojo, nur ein Tudler. Was haben wir denn hier? Eine Dusche. Und da oben Lüftung. Oh, das sind die ganzen Nummer 9 Tickets. Der einzige Ausweg, den ich sehe, ist durch die Lüftung. Diese selbstgebaute Sprinkleranlage sieht aus, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen. Was ist in den Koffern? Sieh hinein. Es sind all die Doppel-N-Tickets, die Hector und Dom die letzten Jahre über gestohlen haben. Jedes einzelne von einer guten Seele gestohlen, bloß um hier herumzuliegen. Das ist es. Was? Sie liegen herum. Das ist es, was hier nicht stimmt. Als ich noch ein Bombenverkäufer war, habe ich andauernd Doppel-N-Tickets gesehen. Und sie waren sehr zappelig. Was soll das heißen, zappelig? Sie werden in der Nähe menschlicher Seelen zappelig und fliegen auf ihre Besitzer zu. Doch diese Karten und die in Charlies Koffer sind anders. So, als wären sie tot. Wieso sollten Hector und Dom Koffer mit gefälschten Doppel-N-Tickets horten? Ja. Gute Frage. Kann man einen mitnehmen? Wieso sollten Hector und Dom Koffer mit gefälschten Doppel-N-Tickets horten? Tja, keine Ahnung. Erstmal muss ich hier rauskommen, glaube ich. Also. Ich habe... Danke, dass du mich nicht ersprossen hast. Hör mal, es tut mir leid. Ich hätte dir trauen sollen. Es ist nur so, die letzten 2 Jahre waren doch ziemlich hart. Ja, nicht nur für dich. Achtung, Feuerlöschsystem. Nicht berühren. Das hebe ich nicht auf. So viel dazu. So, was habe ich denn? Ich habe einen Zerkrümler. Kann ich mit dem was anfangen? Vielleicht da oben? Komme ich aber nicht dran, ne? Das will ich nicht alles zerkrümeln. Da komme ich nicht dran. Dann würde ich mal sagen, vielleicht mit der Sense. Ding! Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sich der Raum füllt. Dann lassen wir uns mit dem Wasser raustreiben. Also, ich bin irgendwie enttäuscht. Ich nicht. Wir schwimmen nicht oben. Schon vergessen?
Okay, aber jetzt bringt wahrscheinlich dieses Ding hier was, wenn ich es denn kriege. Ja, super, jetzt krieg ich dieses Teil nicht mehr, oder was? Da komme ich nicht dran. Das hebe ich nicht auf. Na gut, dreh mal wieder aus. Danke. Oh. Verstehe. Och nee, jetzt bräuchte ich... Oh, fuck. Jetzt bräuchte ich das Ding und ich komme nicht mehr ran, oder? Oh, leck mich am Arsch. Ich komme nicht mehr ran. Was ein Scheiß-Bug. Ich komme da echt nicht mehr dran, oder? Nee, ich komme nicht mehr ran. Ah, kacke. Ah. Ich brauche... dieses Teil. Denn das Wasser ist da abgeflossen. Das heißt, hier ist mit Sicherheit ein Hohlraum unten drunter. Esa cosa ist schwer. Nach dir. Was ist mit den Koffern? Vergiss sie, die sind gefälscht. Sie würden sowieso nicht durch das Loch passen. Gehen wir. Na auf! Also, geht doch. Lottis, ich bin ja so froh, dich zu sehen. Oh. Ist das Boot einsatzbereit? Ja, komm mit, geben wir dem Riff Zunder. Ah, yeah. Läuft wie geschmiert. Volle Kraft voraus. Was? Tja, Domino. Du willst mit mir zurück und versuchen, deinen alten Job wiederzubekommen? Nein, ich werde dich und die anderen hier bis zum Ziel eurer Reise begleiten. Aber wenn du mich nicht mehr brauchst, um deinen Job zurückzubekommen, warum hast du mich dann die ganze Zeit gesucht? Matche, ich musste dich einfach finden. Oh oh. Ich wusste es. Aha. Da gebe ich dir einen Job, Manny. Und du verdirbst natürlich sofort alles. Wie du dir sicher bereits denken kannst, wird sich das negativ auf deine Personalakte auswirken. Moment. Ich habe auch sowas hier. Und ich würde mal sagen, ein Auge weniger. Ich fass es nicht, Calavera. Weil du gegen mich keine Chance hast, vergreifst du dich an meinem Haustier? Wieso bist du nicht wie ich, Manny? Ich habe versucht, es dir beizubringen, aber du wolltest ja nicht hören. Hättest du nur immer der gleiche Fehler. Zu lange labern. Stopp. Ah, so geht's auch. Puh, das war knapp.